Ulje Gaming, CJ hier. Und wir wollen jetzt mal mit Uncharted 2 Among Thief unter die müsste es heißen, genau. Anfangen. Natürlich remastered, ist ja logisch. Nachdem wir das erste Abenteuer von Nathan Drake schon durchgespielt haben, wollen wir uns mal nahtlos in das zweite Abenteuer begeben und mal schauen, was da so aus Nathan und Elena geworden ist, ne? Ich meine, Story vollkommen egal, Hauptsache Nathan und Elena. Das ist ganz wichtig. Na, das ist aber keine tolle Grafik. Wird das auch nochmal besser? Ich weiß es nicht. Verschlimmbessert. Auf jeden Fall haben wir hier schon wieder die geile Musik. Option. Nö, das wollte ich jetzt nicht. Neues Spiel. Fortlaufender Speedrun. Nein, Kampagne. Auf normal. Ja, genau. Neue Spieldaten. Und dann legen wir hoffentlich mal los. Ja, was hier los ist. Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Ja. Oh Gott. Ja, Leute, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu Uncharted 2 Among Thieves. Und ich würde ja fast behaupten, Kapitel 1, Felsenfest. Wir müssen uns jetzt hier hocharbeiten. Wie weiß ich zwar noch nicht, aber das ist ja kein Dauerzustand hier, ne? Kann man ja nicht dauern. Oh, oh. Hier geht's also nicht lang. Ich mache ja gerade schon Button Smashing mit der X-Taste. Aber. Oh. Aha, hier scheint es lang zu gehen. Ja, und da stellen sich natürlich gleich am Anfang ein paar Fragen. Wie kommen wir überhaupt hier hin? Und wo sind wir? Aber ich denke, beziehungsweise ich hoffe, das wird sich alles noch ergeben, dass wir das erfahren. Und im Gegensatz zu den anderen, beziehungsweise zum ersten Teil, habe ich den Teil auch nur einmal gespielt. Bis jetzt ist das schon etwas länger her. Von daher weiß ich da auch nicht mehr ganz so viel. Wahrscheinlich wird die Erinnerung... Oh, oh. Weg! Ui. Wahrscheinlich wird die Erinnerung dann irgendwann wieder zurückkommen. Aber vorläufig kann ich sagen, so viel weiß ich da auch nicht mehr. Ja, X drücken und zu springen, genau. Hat er recht. Und anscheinend ist es diesmal rot oder orange angemalt, was wir. Wo wir uns langhangeln können, ich mehr weiß. Wie beim ersten Teil. Okay, Nathan, weiter. Nein! Nein! Oh, na, war ein Glück, ne? Scheiße, komm mal hin! Essen zeitig! Oh, jawohl, hui. Links rum würde ich sagen. Wie groß ist denn dieser Scheißzug? So. X, um an einer Kante hochzuklettern. Ja, wissen wir aus dem ersten Teil. Dann wollen wir mal drin weiter klettern. So, hier rüber. Und hoch, jawohl. Oh, oh, oh. Weiter, schnell. Sehr gut. Dann sieht es so aus, als ob wir hier weiter. Nathan, würdest du? Danke. Oh. Mein Herz. Und das am Sonntagmorgen. Das ist nicht gut.
Let's Player lebt man gefährlich. Immer an der Schwelle des Todes. Herzinfarkt durch Überraschung. So, schnell hoch hier. Oh nein. Scheiße. Ui. Ach, Glück im Unglück, dass da gerade was aufgegangen ist, ne? Aber auch hier kann man schon mal die verbesserte Grafik wiedersehen. Sieht doch schon auch wieder sehr, sehr schick aus. Wo geht's denn hier lang? Hier nicht? Ah ja. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt gewundert, wenn es hier nicht lang gegangen wäre. Komm, Drake, hoch! Oh nein. Ich sehe ein Quicktime-Event auf mich zukommen. Schnell, mach einen Sprung! Jawohl! Oi. Und hochziehen! Zieh dich hoch! Zieh dich hoch, verdammt! Ui. Gut gemacht, Nathan Drake. Gut gemacht. Das war nur ein Traum, oder? Schöne Cocktailbar am karibischen Strand, da war ich jetzt auch gerne. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein, du bist ja verrückt. Ja, lass mich ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist.
Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass Keine Frage. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Ja, was soll denn schon schiefgehen, ne? Kann ich mir gar nichts vorstellen, so wie der da liegt. Da kann ja gar nichts schiefgehen. Aber der gute Nathan und Chloe Fraser scheinen sich ja irgendwie zu kennen, nicht? Ich meine, jedenfalls wenn man Drakes Reaktion auf sie so sieht. Oh, nein, nein. So schnell durch. Uns geht's aber immer noch nicht so wirklich gut, ne? Ich meine, logischerweise nicht, aber kommen wir hier noch durch, bevor hier alles einstürzt? Sieht gut aus. Naja, mehr oder weniger. Auf jeden Fall scheint es da wieder eine Hollywood-reife Story zu geben in diesem Spiel, der wir noch gemeinsam auf die Schliche kommen müssen. Und außerdem müssen ja noch weitere Fragen beantwortet werden. Was ist mit Elena? Was ist mit Sully? Die kam ja noch gar nicht vor. Dafür Harry Flynn und Chloe Fraser. Schauen wir einfach mal, wenn wir zurück. Nein, zurück geht's nicht. Schade. Ich glaube, ich habe da schon gerade einen Schatz verpasst gehabt. Dumm. Ja, da möchte ich aber gerade noch nicht rein. Ich brauche erstmal eine Waffe. Habe ich überhaupt schon eine? Nein. 92 FS gibt's hier auch wieder. Oh, ein Schatz. Erster Schatz. Wuhu. Ach so, mit Option kann ich die jetzt untersuchen. Okay. Sarasavati-Statue. Okay, jetzt wird nicht mehr automatisch angezeigt, jetzt muss man Optionen drücken. Ja, ist interessant. So, auf. So, was haben wir denn hier außer Feuer? Hier ist schön warm, hier bleibe ich. Ich habe übrigens mit dem guten Jarkon mal über den ersten, über die ersten Folgen des ersten LPs geredet. Und er meinte nur einfach so, oh, er hätte mich fast töten können, wie blöd ich mich da angestellt habe. Und er meinte doch, das wäre doch alles total klar, was man da hätte machen müssen. Ja, aber wie das beim LPen so ist, ne? Das, klar ist das klar, wenn man nicht LPt. Aber wenn man Let's Playt, dann ist das alles mal gar nicht so klar. So, bang. Das kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil. Und im Speziellen meint er halt in der zweiten Folge, glaube ich, wo wir mit Sully unten da in den Katakomben waren. Eins, um nachzuladen. Und ich da nicht die ganze Zeit Dreieck gedrückt habe, damit das Tor hochgeht am Anfang. Ja, ja. Ach, so ist das halt, ne? Oh, hallo. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Da frage ich mich, wo kam der denn schon wieder her? Das haben wir ja gerade erst aufgesprengt. Naja. Nicht alles hinterfragen und so. Au! So, dann arbeiten wir uns mal weiter vor. Ich weiß noch nicht genau, wo lang. Was soll hier was mal wieder klettern? Kommen wir nochmal runter. Ich möchte nochmal in diese Ecke hier. Vielleicht ist da ein Schatz. Nein. Okay, dann hoch. Keine Sorge, Nathan. Ich bringe uns schon hier raus. Weißt du noch nicht wie, aber wird schon. Und Sprung! Okay, ich wollte eigentlich aufs Dach. Hat nicht geklappt. Ich gehe schon mal freiwillig zur Seite, nicht, dass hier gleich irgendwas vorbeigerollt kommt. Hm, wieder nichts. Na dann weiter. Kann ich irgendwas machen? Ach so, hochklettern geht. War zwar nicht das, was ich gedacht habe. Ich wollte es irgendwie schieben, aber... Oh. Wo ist das Unglück? Au. Au. Oh, 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 oh. Oh. Das tut weh. Da ist er platt. Kann ich irgendwas machen? Nee. Nachvollziehbar, dass der da platt ist.
Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Aha, so ist das also zwischen den beiden. Interessant, interessant. Aber das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass das sowas in der Art ist. So, Mason, kommst du wieder zu dir? Du siehst nicht gerade gesund aus, muss ich dir mal mitteilen. Echt nicht. Ein Wunder, dass du überhaupt noch stehst. Kann man hier noch irgendwas machen? Ne, ein bisschen wild rumhopsen geht noch, aber ansonsten... Dann gehen wir mal rüber. Dass du dich überhaupt noch festhalten kannst, bewundernswert. Das ist echt bewundernswert. Aber egal. Ach ne, runter. Wir müssen hier unten weiter kraxeln. Na, so sicher sieht das aber nicht aus. Schnell hoch, schnell hoch. Nee, ist mir schneller. Ich weiß, hier geht's nicht gut, aber trotzdem ein bisschen schneller. Ansonsten sind wir hier wahrscheinlich gleich mal geröstet oder erfroren. Eins von beiden. Oder explodiert. Das geht auch noch. Oh nein. Scheiße. Tut mir leid. Es sah so scheiße aus, dass es schon wieder lustig war. Willst du den Dolch jetzt selbst in die Brust jagen oder was machst du da gerade? Istanbul, 4 Monate früher. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Wee. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht.
Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Jo, bock mal's, ne? Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Kapitel 2. Der Einbruch. Gut, Leute, aber ich würde sagen, für die Pilotfolge dieses neuen Let's Play-Projekts Uncharted Among Thieves, würde ich sagen, reicht erstmal. Und dann in der nächsten Folge sehen wir dann mal, wie wir da in dieses Museum reinkommen und vor allem, wie wir wieder rauskommen, ne? Also Leute, stay tuned, bleibt mir gewogen, bleibt Uli Gaming gewogen und schaut euch die nächste Folge an. Macht's gut, ciao, ciao!